Wow, heute gibt es die 10. Folge von Things to Say. Und deshalb machen wir heute auch was ganz Besonderes, was mir sehr, sehr am Herzen liegt, nämlich eine Episode über die Medienmonster. Und was der Verein Medienmonster und Kinder mit Nachhaltigkeit zu tun haben, das erfahrt ihr gleich. Medienmonster. Herzlich willkommen zu Things to Say, Episode Nummer 10. Mein Name ist Thomas Wittbecker und heute geht es im zweiten Teil zum Thema Nachhaltigkeit um das Thema CSR, Corporate Social Responsibility. Und zwar am konkreten Beispiel unseres Vereins, den Medienmonster e.V., den meine Kollegen und ich gemeinsam gegründet haben und wo die Adacord zurzeit der Hauptsponsor ist. Mithilfe dieses Vereins und einiger Mitstreiter unterstützen wir Kinder im kreativen Umgang mit modernen Medien. Warum also kreativer Umgang mit modernen Medien? Naja, ich meine, als IT-Unternehmen können wir ja fast gar nichts anderes, ne? Also das ist naheliegend. Ja, und es ist eine Kompetenz, die halt nicht in der Schule vermittelt wird, sondern die über das soziale Umfeld kommt. Und um da unsere Motivation ein bisschen näher zu erläutern, da muss ich mal ein bisschen ausholen. Also seit vielen, vielen Jahren habe ich immer wieder gelesen, dass in Deutschland die Gesellschaft auseinanderdriftet, dass der Unterschied zwischen Arm und Reich immer größer wird, dass es keine wirkliche Chancengleichheit gibt, dass es darauf ankommt, in welcher Familie man geboren ist, welche Karriere man macht und so weiter und so fort. Ihr werdet das auch alles gelesen haben, gerade jetzt im Zuge der Wahl in den USA. Und warum wir das auch hier in Deutschland haben, war mir nicht wirklich klar, weil wir haben, anders als in vielen anderen Ländern, wir haben relativ gute Schulen, die sind kostenlos. Wir haben mehr oder weniger kostenlose Universitäten. Wir haben sogar BAföG, die Studenten dabei unterstützen zu studieren. Und wir haben ein weltweit gelobtes Ausbildungssystem. Also warum haben wir auch in Deutschland so ein großes Problem mit Chancengleichheit? Was für mich da wirklich so ein kleines Erweckungserlebnis war, vor einigen Jahren, glaube ich, ist das mittlerweile her, habe ich in der Zeit einen Artikel gelesen. Da ging es um eine Studie, die untersucht hat, welche Fähigkeiten Kinder über das soziale Umfeld erlernen und welche Fähigkeiten in der Schule transportiert werden. Und man kam dann zu dem Ergebnis, dass sehr, sehr viele Fähigkeiten, die elementar sind, um überhaupt im Schulsystem, im Gesamtbildungssystem mit Universitäten und hinterher im Arbeitsmarkt erfolgreich zu sein, nicht über die Schulen vermittelt werden, sondern ausschließlich über das soziale Umfeld. Und dass darüber sozusagen determiniert wird, wer in dem System Deutschland erfolgreich wird und wer dann entsprechend halt auch eine gute Karriere machen kann, einen guten Job bekommt und so weiter. Und da habe ich mir gedacht, das ist etwas, wo man ansetzen kann. Es gibt mit Sicherheit noch ganz viele andere Einflussfaktoren. Also zum Beispiel, je nachdem, in welchem Viertel ich wohne, sind halt die Qualitäten der Schulen anders. Das Engagement der Eltern in den Familien ist unterschiedlich und so weiter. Aber da haben wir ja keinen Einfluss drauf. Aber jetzt bei dem Thema Bildung, da haben wir die Möglichkeit, uns zum Beispiel über unseren Verein zu engagieren und auch was zu bewegen. Was hat denn das Engagement für Bildung und Kinder genau mit Nachhaltigkeit zu tun? Also meiner persönlichen Meinung nach ist ein Engagement für Bildung das Nachhaltigste, was man überhaupt machen kann. Eine meiner wenigen Lebensweisheiten, die ich mich überhaupt traue, von mir zu geben, lautet: Auf komplexe Fragestellungen gibt es keine einfachen Antworten. Auch wenn Politiker das weltweit im Moment etwas anders sehen und auch etwas anders praktizieren, ich glaube daran. Und wenn wir die zunehmend komplexer werdenden Probleme der Zukunft lösen wollen, dann brauchen wir so viel, wie es geht, an gut ausgebildeten jungen Menschen. Dazu kommt noch, dass in der Zukunft immer mehr einfache Jobs wegfallen werden und nur noch Qualifizierte überhaupt überbleiben. Also das, was wir brauchen für die Zukunft, ist Bildung, Bildung, Bildung. Wir wollen eure Zeit und wir wollen eure Moneten. Alle weiteren Infos unter www.medienmonster.info. Und beim nächsten Mal geht es dann um die verflixte Komplexität von dem Thema Nachhaltigkeit und deren Auswirkungen. Und außerdem, ganz zum Schluss, wenn euch Things to Say gefällt, verdammt nochmal, dann abonniert doch unseren Channel. Also in diesem Sinne. Herzlichen Dank.
herzlich willkommen zu Things to Say Episode Nummer 10. Mein Name ist Thomas Wittbecker und heute geht es im zweiten Teil zum Thema Nachhaltigkeit um das Thema CSR, Corporate Social Responsibility. Ich schwäche. CSR, Corporate Social Responsibility. Things to Say.